Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Merry Christmas nachträglich, falls ihr Weihnachten gefeiert habt. Heute ist der 26. Dezember. Ich bin gerade von meinem Weihnachtsurlaub zurückgekommen und dachte mir, nutzen wir diese Ruhe und die Entspannung einfach für ein Video, denn das Jahr neigt sich dem Ende und ich habe dieses Jahr sehr, sehr, sehr viel erlebt. Vielen Dank für euer ganzes Feedback aus meinem letzten Video. Ich werde in ganz kurzer Zeit alles zusammentragen und mit euch darüber sprechen, was bei mir privat, schrägstrich, geschäftlich alles passiert ist dieses Jahr. Es war sehr wild und ihr habt gemerkt, dass mich das sehr, sehr belastet hat. Und da möchte ich so ein bisschen klar Schiff machen. Es dauert aber noch ein bisschen, denn da hängen ganz, ganz viele Sachen dran. Und das werdet ihr in wenigen Wochen, vielleicht sind nicht mal mehr 3 Wochen, erfahren, was da alles draus resultiert ist. Und ich habe ganz, ganz viel gelernt und ich freue mich, wenn ich darüber mit euch dann endlich offen reden kann. Heute möchte ich mit euch so ein bisschen über, ja, meine Drogerie-Favoriten, Schrägstrich Produkte, die ich immer wieder nachkaufen würde, reden. Ich habe einige Produkte hier, die ich in den letzten Monaten, in den letzten 12 Monaten kennengelernt habe und lieben gelernt habe. Und ich dachte mir, wir schminken einfach so einen leichten Silvester-Look, einen schönen, gemütlichen Look, den ihr aber auch gerne nachschminken könnt im Alltag, mit Produkten, die ihr immer kriegen könnt. Also keine LE-Produkte, da bin ich ja eh ganz vorne mit dabei und eigentlich könnte ich da ein ganzes Video zu machen, aber auch da wartet noch ein klitzekleines bisschen, welche LE-Favoriten ich euch denn so mit auf den Weg geben wollen würde. Freunde, bevor es losgeht, ich habe mich mit Asam zusammengesetzt dieses Jahr und wir haben darüber geredet, okay, wie können wir euch noch so ein bisschen was Gutes tun, und ich habe einen Rabattcode bekommen, 15% auf alle Magic Finish Produkte, denn auch hier sind einige Magic Finish Produkte mit in dieses Video integriert, die ich immer wieder benutze für mein Alltags-Make-up, aber auch für besondere Produkte, und ich rede sehr, sehr viel über Magic Finish Produkte, vor allen Dingen in den Livestreams. Ich dachte mir, ich nutze aber die Gunst der Stunde nochmal und zeige euch eins meiner absoluten Favorite-Produkte, was wirklich sehr, sehr viel geändert hat. Und das ist dieses Puder. Kommen wir aber gleich zu. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall bis zum Ende dran bleibt. Ich hoffe, es geht euch gut und falls nicht, hoffe ich, dass es euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen besser geht. Ich starte tatsächlich direkt mit einer Foundation und das ist die Miracle Pure Skin Improving Foundation von Max Factor. Ich habe die schon vor einer Weile getestet. Freunde, das ist wirklich mit eine der besten Foundations, die es in der Drogerie gibt, wenn man wirklich auf so ein ganz, ganz besonderes Finish steht. Ich wurde oft gefragt unter dem Post und auch unter dem Video, welchen Primer ich dazu empfehlen würde, und ganz ehrlich, gar keinen. Ich habe die natürlich wirklich lange getestet, und bevor ich mich für eine Zusammenarbeit mit einer Firma für neue Produkte auseinandersetze, teste ich die Produkte auch. Und ich habe sie getestet und ich habe einfach herausgefunden, dass diese Foundation gar kein Primer benötigt. Die ist so, ja, ich würde schon fast sagen, reichhaltig. Und ich habe das Gefühl wirklich gehabt, auch jetzt in den letzten Wochen. Ich hatte sie auch an Weihnachten drauf und das war mein Weihnachts-Make-up. Ähnlich wie das, was wir jetzt schminken, war mein Weihnachts-Make-up. Und die Foundation ist einfach so besonders. Sie ist so schön. Sie liegt einfach perfekt auf der Haut. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Primer einfach manches so ein bisschen kaputt machen. Und hier habe ich einfach keinen benutzt. Ihr seht, wie schön leicht die Deckkraft ist. Auch das, ein Learning, was ich dieses Jahr gemacht habe. Ich weiß nicht, was passiert ist, Freunde. Ich weiß es wirklich nicht. Drehe mal das Licht kurz ein bisschen weg, dass ihr das Ergebnis auf meiner Haut sehen könnt. Ihr habt die Foundation gesehen. Ich habe euch ein ganzes Video schon gezeigt. Ich möchte jetzt gar nicht so viel über die einzelnen Produkte reden. Probiert sie aus. Kostet 12 Euro, glaube ich. Und das ist wirklich eine der besten Drogerie-Foundations, die vom Finish her wirklich an eine High-End-Foundation definitiv rankommen. Ich möchte direkt ein Magic Finish-Produkt benutzen. Und das ist der Magic Finish Satin Lipstick in der Farbe Passionate Fuchsia. Falls ihr die Lippenstift von Asam nicht kennt, in allen Lippenstiften sind Hyaluron, pflegende Öle und pflegende Wachse mit drin, die die Lippen pflegen. Und das ist das Besondere bei den Magic Finish Produkten, weswegen ich auch sehr, sehr gerne damit arbeite. Vor allen Dingen, wenn ich Make-up bei anderen mache. Ich weiß, dass am Ende des Tages die Haut nicht so gereizt ist. Und ich benutze die Farbe, ein ganz, ganz hottes Pink. Völlig egal, welche Farbe ihr benutzt. Es gibt unzählige mittlerweile, einfach als Blush. Dadurch, dass diese pflegenden Wirkstoffe mit drin sind, sieht das am Ende des Tages nicht pudrig aus auf der Haut und nicht so crusty aus. Vor allen Dingen jetzt, meine Lippen sind trocken, meine Haut ist extrem gereizt. Wir waren ja in der Mecklenburgischen Seenplatte jetzt über Weihnachten und ich habe einfach gemerkt, wie meine Haut
Ich kann nicht mehr. Meine Haut ist so ausgetrocknet von dieser Heizung. Wir waren nicht einmal draußen, doch einmal kurz. Und durch diese Pflege, durch die Foundation und diese Öle, die ich mir natürlich auch hier schon so ein bisschen auf die Lippen geben kann, wird die Haut einfach gepflegt. Die Lippenstifte halten sehr, sehr lange, auch wenn ihr keinen Lipfix beispielsweise benutzt. Lang anhalten, sehr, sehr schön und super natürlich auf der Haut. Ich mache einmal ganz kurz Concealer rauf. Da habe ich tatsächlich keinen aus der Drogerie. Ich habe eine Kombination. Rede ich ungern drüber. Bis gleich. Falls ihr euch für die Magic Finish Produkte interessiert, aber noch nicht so große Erfahrungen damit gemacht habt, ich verlinke euch meine Favoriten einmal unter diesem Video, unter anderem auch das nächste Produkt. Und das ist wirklich ein Game Changer gewesen überhaupt. Das ist das Final Touch Setting Powder. Kommt in dieser super hochwertigen Verpackung und ihr habt hier so ein Siphon mit drin. Und jetzt nehme ich einfach mein Microfiber Multitool, gehe hier rein. Sekunde. So seht ihr meine Base. Ich blende hier einmal noch so ein bisschen rüber. Ihr seht, der Blush ist richtig, richtig schön frisch. Könnt ihr hier einfach noch mal so ein bisschen rüber gehen, das ausblenden. Und jetzt nehme ich dieses Puder und presse das richtig tief in meine Haut. Und ihr seht sofort, wie weich gezeichnet mein Gesicht ist. Dieses Puder, seht ihr das? Speckschwarte. Speckschwarte Peppa Pig Smooth Criminal. Das ist Dieses Puder ist krass. Und wenn ihr nicht baken wollt, ihr könnt einfach mit einem Pinsel hier rüber gehen und ihr habt dasselbe Ergebnis. Also völlig egal wie. Durch das Microfiber Multitool erhöht sich natürlich nochmal so ein bisschen die Deckkraft durch das Puder. Aber das schmilzt richtig schön auf die Haut, ohne dass es crusty aussieht, wenn ihr ganz, ganz leicht nur darüber geht. Das ist, ich habe es neulich verglichen, das Charlotte Tilbury Magic, dieses Setting Powder, Hollywood Flawless, whatever, in loser Form, weil das so weichzeichnend ist, ohne Filter. Ich sage immer dazu, Filter in der Dose. Also wenn ihr wirklich noch keine Erfahrung habt mit Magic Finish Produkten, holt euch einen Lippenstift und Mascara, zeige ich euch auch noch gleich. Und dieses Puder ist der Shit. Ein Produkt, was ich lange nicht mehr benutzt habe, ich habe es neulich aber angesprochen und dachte mir, ey, das ist eigentlich ein wirklich gutes Produkt, ist diese Palette von NYX. Das ist diese Contouring Highlight und Contour Pro Palette. Und ich gehe einfach mit einem Pinsel ganz leicht in die drei Farben hier rein. Habe jetzt sehr viel Produkt am Pinsel. Arbeite mir das in die Hand und stempel mir das hier so ein bisschen hin. Einfach nur für so einen leichten Schatten. Ohne dass es zu viel ist. Und ihr seht auch direkt, ne, dadurch, dass ich dieses Magic Finish Puder benutzt habe, ist das ganz, ganz weich. Ist jetzt extrem doll, aber ich habe sehr viel gegessen, Freunde. Und dann gehe ich einfach mit dem restlichen Produkt am Pinsel hier rüber und blende diese Kante aus. Und da dieses Puder so ultra weich zeichnet ist, blendet das einfach aus wie ein Traum. Es ist verrückt. Um noch so ein bisschen mehr Wärme ins Gesicht zu kriegen, vor allen Dingen an der Stirn, da konturiere ich nicht, benutze ich von Revlon Loves Me den Tropical Bronzer, den kennt ihr schon, der ist, ich habe ihn damals verglichen wie dieser Benefit Hoola Bronzer, aber er ist besser als der Hoola Bronzer, also das liebe ich ja, das liebe ich an Drogerie-Make-up, wenn Dupes in Anführungszeichen besser als das Original sind. Bronzy, mattiert und gesund. Kommt jetzt noch mit dazu, denn ich gehe noch mit dem Cheek Lover Blush rüber von Catrice. Ihr seht, ich habe ihn so oft benutzt, dass der Deckel mittlerweile abgefallen ist. Und ich war neulich bei Catrice und wir haben darüber so ein bisschen gesprochen, über ein paar Produkte und ich hatte den tatsächlich dabei. Und dann wurde ich gefragt, willst du nicht mal einen neuen haben? Und ich so, nein, ich möchte wissen, wie lange es dauert, bis ich den aufgebraucht habe. Und ich benutze den fast jeden Tag. Ich gehe damit auch sehr, sehr gerne hier über meine Schläfe. Der hat nicht so viel Deckkraft, sondern der gibt einfach nur so ein bisschen Bewegung und ein bisschen Frische ins Gesicht und ihr habt einfach ein ganz, ganz tolles Ergebnis. Und jetzt schaut euch bitte einmal diese Base an. Look at her. Die Augenbrauen benutze ich hier einfach einen Augenbrauenstift. Aktuell habe ich keine neuen Favoriten. Ich nehme hier jetzt den Brow Shaper von Max Factor. Der hat einfach eine sehr schöne, kühle Farbe und ich male mir eigentlich nur so ganz grobe Striche rein. Ich hatte euch ja neulich ein Augenbrauenserum bei Instagram gezeigt von Natucane. Dadurch sind meine Brows so, so dick geworden, dass ich eigentlich nur so ein paar einzelne Stellen noch auffülle. Und dadurch, dass ich die hinten ja abrasiere, um sie so ein bisschen gelifteter zu kriegen, brauche ich hier einfach noch ein paar Härchen einzeln und habe diesen
Bushy Brow Effect. Ich sette das Ganze einmal mit einem meiner absoluten Lieblings-Setting-Sprays aktuell. Das ist wirklich hier das Real Techniques. Ihr seht, habe ich schon zur Hälfte aufgebraucht. Und jetzt seht ihr, was ich meine. Durch die Foundation und dieses Magic Powder ist das Ganze so ebenmäßig. Ich drehe mich so ein bisschen ins Licht. Ebenmäßig, aber frisch. Und das ist genau das, was ich liebe. Ich möchte einen Look schminken mit euch auf den Augen. Und das ist mit dieser Palette. Ich habe die lange, lange nicht mehr benutzt und ich habe mich geärgert. Warum? Denn das ist eine Palette, damit könnt ihr sehr, sehr viel machen. Die ist sehr gut pigmentiert und super vielseitig anzusetzen. Und wir schminken so einen kleinen Silvester-Look damit, den ich an Silvester tragen würde. Ja, ich glaube schon. Gehe nochmal ganz leicht mit diesem Puder hier über meine Augen und über meine Augenbrauen, was ich hier noch am Pinsel habe. Das mattiert alles so ein bisschen. Ich sehe ein bisschen fertig aus heute, ne? Es war auch. Weihnachten ist immer sehr, sehr anstrengend. Ich starte mit einem fluffigen Blendepinsel. Es wird wirklich ein super, super einfacher Look. Und gehe hier in dieses Braun und presse mir das schon mal hier außen hin. Und habe hier die perfekte Transition Shade. Super pigmentiert. Zählt mal runter. Ich probiere jetzt mal nicht zu schneiden, außer ich verspreche mich und sage irgendwas Unangenehmes. Ich blende das hier einfach raus. Könnte dann noch so ein bisschen heller gehen. Hier außen lang. Und habt schon mal eine Transition Shade. So. Und dann nehme ich mir einfach hier so einen flachen Pinsel, gehe in dieses Braun. Das ist ein sehr, sehr dunkles Braun. Und presse mir das hier auf mein bewegliches Lid. Und klar, das kann man mit vielen Paletten mittlerweile in der Drogerie machen, aber die ist so pigmentiert und so vielseitig einzusetzen, vor allen Dingen auch durch diese Schimmertöne, dass das echt super viel Spaß macht. Und was kosten diese Essenspaletten? 4 € vielleicht? 5? Vielleicht, na, mittlerweile ist Essens ein bisschen teurer geworden. Lass es 6 sein, aber es ist immer noch sehr, 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 sehr gut. Und zack, intensives Augen-Make-up. Und wenn euch das zu dunkel ist für ein Event oder so, dann nehmt ihr einfach denselben Pinsel und geht hier in diesen Kupferton, klopft den ab und dustet den hier vorne nur so rüber. Nur für so ein bisschen Bewegung. Ich habe das neulich auf TikTok gesehen und ich fand das so schön, diese zwei Looks kombiniert miteinander. Einfach erst diesen dunklen und dann diesen recht dunklen und soften Schimmerton einfach rüber. Und das hält das Ganze wieder ein bisschen auf, gibt noch mal so ein bisschen Bewegung mit ins Auge und ihr seid fertig. Was war das für ein super schneller Look? Und das ist so ein bisschen, das fasst mein Jahr so ein bisschen zusammen. Ich mochte diesen effortless, diese, wie heißt das, nicht aufwendigen Looks. Ein bisschen Farbe hier rein, ein bisschen hier außen hin von diesem dunklen Braun. Und dann gehe ich in den helleren Ton und den Rotton und gehe hier noch so ein bisschen lang. Als Inner Corner Highlight könnt ihr entweder etwas spannender in diesen Blauton gehen, auch sehr schön. Oder in den hellen hier vorne und gebt einfach noch so ein bisschen Bewegung. Ich mische tatsächlich ganz leicht von diesem Blau mit rein. Ich finde, das hält das Ganze dann noch ein bisschen mehr auf. Habe ich euch gesagt, welche Palette das ist? Ich habe gesagt, diese hier, die Konnichiwa Tokyo Palette übrigens. Browborn Highlight, dann. Um unter den Augen ein bisschen aufzuhellen, gehe ich einfach hier in diese beiden Töne und helle mir da auf, wo ich diesen Dip habe. Nur leicht. Seht ihr das? Das hält das Ganze gleich so ein bisschen auf. Gibt ein bisschen mehr Dimension zurück ins Gesicht. Und auch hier die Kontur so ein bisschen aufhellen. Die sind nicht ganz so krass pigmentiert, ist aber bei so Highlight-Tönen eigentlich auch gar nicht schlecht. Und jetzt seht ihr, was ich meine, ne? Diese Bewegung auf der Haut, diesen intensiven Augenlook. Und wir haben aber noch eine Mascara. Und das ist die Serum Mascara. Die hat so ein bisschen Wimpernserum mit drin und pflegt tatsächlich gleich die Wimpern so ein bisschen. Die macht halt dieses super falsche Wimpern. Look, ne? Also so ein bisschen dicker, ein bisschen intensiver. Dadurch, dass ich jetzt hier bei dem Look keine Lashes tragen möchte, umhüllt das die Wimpern schön und pflegt zeitgleich die Wimpern und sorgt dafür, dass sie länger werden. Super, super schön und das ist kein spannender Look, ne, Freunde? Aber ihr kennt mich. Ich bin nicht der Typ hier, der hier die 10 Milliardsten Cut Creases macht. Simpel. Wir haben keine Zeit morgens. Ich habe keine Zeit morgens, hier eine Cut Crease zu schminken. Wenn du sie hast. Amazing! I love you, I stan, go for it! Ich trage mir einen Lip Liner auf. Das ist so meine Favorite Kombi, die kennt ihr mittlerweile, die sind Nude Lips. Und jetzt die schönste Farbe für mich von Asam, Hazelnut Heaven. Das ist ein ganz, ganz heller Ton. Und ihr habt diesen Nude Lips Look. Und jetzt benutze ich ein Produkt, was ich euch nicht zeige.
Und das ist mein kleiner Easy Silvester-Look mit Drogerieprodukten, die ich immer wieder nachkaufen würde. Man könnte es auch Starter-Set-Make-up nennen. Ich bin gespannt, wie euch der Look gefällt. Ich bin super gespannt, welche Produkte ihr als eure liebsten Drogerieprodukte dieses Jahr auserwählt habt. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei wart. Schaut unbedingt bei Asam vorbei. 15% bis zum 31.12. mit dem Code, der hier unten eingeblendet ist, auf alle Magic Finish Produkte. Schaut gerne mal vorbei. Vielleicht ist für euch ja auch noch etwas Wundervolles dabei. Ich bedanke mich und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss.